Hallo, heute mal ein bisschen anderes Intro. Ich sitze nämlich gerade im Zug Richtung Rezo. Und dieser Zug ist voller Menschen, die meine Lebensgeschichte, glaube ich, nicht so interessiert, außer, also, vielleicht guckst du mal, guckst du, nee, guckst nicht meine Videos, nee, also interessiert es wahrscheinlich keinen. Ich sitze hier also mit meinem Brötchen und meinem Trockenshampoo, das ich mir gerade gekauft habe, weil, also, es ist schon bestimmt das 10. in dieser Woche, dass ich mir gekauft habe, weil ich die irgendwie mal verliere. Und ja, bin auf dem Weg zu Rezo, um Musik zu machen. Vielleicht weiß der ein oder andere aus meinen letzten Videos schon, wie ich zu Musik stehe, beziehungsweise nicht zu Musik selber, sondern zum Musik selber machen. Ich liebe das, ich mache das häufig, aber ich rede nicht darüber. Ich glaube, mir würde es leichter fallen zu sagen, dass ich bisexuell oder sowas wäre, als dass ich Musik mache und es mag. Für mich ist das so etwas super Persönliches. Ich habe noch nicht mal meine Spotify-Playlist mit euch geteilt, weil ich nicht will, dass Leute sehen, was für Musik ich höre. So privat ist das für mich. Und dementsprechend muss ich mich sehr überwinden, über meinen Schatten zu springen und es auszuprobieren, Musik wirklich zu machen, vor Leuten zu singen, mich irgendwie zu öffnen, was mir echt schwer fällt. Aber ich habe das mit Rezo ja schon einmal ausprobiert und es hat ganz gut funktioniert. Deswegen dachte ich, gebe ich dem Ganzen nochmal eine Chance. Na! Alter, ich zieh mir eine Kappe auf, wenn du hier filmst. Ich habe mir meine Haare noch nicht gemacht. Oh, viel besser. Viel besser. Wir sind gerade bei ihm zu Hause angekommen, beim Balizzo. Ja. Und er hat mir die ersten Songskizzen gerade gezeigt. Es ist alles noch nicht fertig. Also wenn ihr jetzt gleich was hören solltet, dann ist das nur... Also es klingt etwa so. Krass, ne? Wow. Wir haben gerade das einmal durchgegangen. Wir werden ja Avicii in verschiedenen Stilen spielen, singen, aufnehmen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Machen. Und ich muss gleich singen. Du kriegst das hin. Ja, aber in so einem Dings hier drinnen. Das sieht so gefährlich aus. Das ist so, also ich weiß auch nicht. Aber irgendwie ist das cool. Also das erinnert mich sehr an... Können wir ein bisschen chillen noch vorher? Ja, wir können schon auch ein bisschen chillen. Da ist Revintide. Als ob der Feeling My Way Through the Darkness singt. Through schon wieder. Wir sind schon wieder beim Through. Through. Oh mein Gott. Feel my way through the darkness. Ich kann schon wieder kein Through sagen. Through. Feel my way through the... Oh. Eigentlich kannst du auch sagen Feel my way. Weil es find, ich finde, es klingt eher wie Feel my way. Guck mal, wer hier ist. Guck mal. Wow. Oh. Warum hast du denn solche Tasten? Weiß ich nicht, ich will die eigentlich gar nicht. Wow, ja, immer Leute, die ihren Ton nicht ausmachen. Ja, wenn ich den ausmache, dann vergesse ich ihn anzumachen und dann postest du ohne oh mein Sound. Gott, das ist mir schon so oft passiert. Ja, mir ist es wirklich auch passiert. Das ist wirklich ziemlich scheiße. Okay, und was ist das jetzt da? Das Wohin ist, gehst du dann also, ein bisschen so Schritt zusammen? Genau, wenn du da drauf drückst, dann drückt er praktisch einmal den und einmal den. Aber die hat ein schönes Gefühl irgendwie, dass so ja, Gummi oder auch. Sowas drauf ist, ganz leicht. Ja? Die so ein bisschen. Das ist vielleicht einfach abgeschuppte Haut von mir oder so. Wow. Richtig professionell. Ich glaube, so professionell habe ich noch nie irgendwas aufgenommen mit Testvideos. Das ist für dich professionell. Ja. iPhone an Keyboard lehnen, aber Test dabei. Test. Ich würde okay. Hier so sein. Bitte gib mir noch einen Take. Das ist so geil. Ist es wieder tiefer irgendwie? Ich habe das Gefühl, es wäre wieder tiefer. Weißt du, was ich meine? Gotta buy a beat. Weißt du, irgendwie ist es anders als gerade eben. Lass uns vielleicht noch einen Halbton alles höher machen. Doch, das geht. Ja, das kannst du gut. Ich kann das. Okay. Star. Genau, das A vom Start. Star. Start. Oh, das ist zu sehr ein A-Laut bei dir. Star. Start. No, where to start? Ja. I can't tell where the journey will end. But I know where to start. Das bist nicht du? Doch, das war besser. Das war viel besser. Ja. Ja. Ich mach kein Tee mehr, aber man braucht auch kein Tee im Leben. Ja, man braucht... Wer ist Star? Wer ist Star? Weißt du, wann werde ich ein Star? Das frage ich eigentlich eher, anstatt starten. Ja. Ja. Feel my way through darkness. Warte, können wir das nochmal machen? Dieses, ich muss das through. Feel my way through the darkness. Weil das through, es verwirrt mich immer so, deswegen singe ich das darkness richtig merkwürdig. Weißt du, was ich meine? Ja. Feel my way through the darkness. Through. Mann, das ist doch auch... Through. Nächstes Mal suchst du einen Song aus, wo nur Through drin vorkommt. So im Refrain, die ganze Zeit, okay? Through. Through. Warum kann ich das nicht? Through. 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 Fuck you. Davor hast du es geschafft. Insofern nicht drüber nachdenken. Einfach machen. Through.
that's fine by me. Genau. So that's fine by me. Genau die. That's fine by me. Ja, zieh das Mi noch einen Ticken länger. That's fine by me. Ja, voll schön. Okay, ich glaube, wir sind jetzt so ungefähr halb durch mit meinem Paar zum Singen oder so. Okay, drei vorher Viertel. War es auf jeden Fall besser. Also, als du es noch nicht so kräftig gemacht hast, war es besser. Und wir sind am ersten Tiefpunkt angelangt. Es wird funktionieren, es wird funktionieren. Oh mein Gott. Man muss immer so ein bisschen knistern. Ich höre mich so furchtbar an, ganz im Ernst. Ich finde es so schlimm. Nein. Ja doch, nein. Ich finde es heute wirklich schlimm. So, ich glaube, im letzten. Es ist schlimm, aber es ist gar nicht schlimm. Ich finde es richtig schlimm, ich höre mich richtig furchtbar an. Ihr werdet es ja am Ende hören, ob das schlimm ist. Weil du das noch alles schön machen wirst. Das hört sich dann viel besser an. Ich könnte es ja nicht geil machen, wenn es scheiße ist. Aber es ist so frustrierend. Weiß ich, für mich hört sich das so an, als wäre ich einfach nur ein schreiendes kleines Kind gerade. Ja, für mich. Das ist nicht das, was ich machen will. Ich habe sowas im Kopf, was ich so gerne machen würde, aber meine Stimme kann das nicht. Und das ist hardcore scheiße. Wenn du eine andere Stimme hörst, dann hörst du ja, dass jemand gerade singt, obwohl, wenn du leicht drunter bist, denkst du dann, ja, ich bin richtig, weil du hörst ja wen anders, der gerade drauf ist. Keine Ahnung, was du sagst, aber wir haben ein Erfolgserlebnis. Es gab ja ein nach diesem Tiefgas wieder einen schönen hohen Part. Und warte, mach mal an, ich guck mal, ob man das hier so hören kann. Und das hört sich nicht schlecht an, also für dich zumindest. Also das ist auf jeden Fall in Ordnung und das ist Vorbearbeitung, also wird sich nachher noch besser anhören. Und Rizos Stimme kommt noch darüber, weil das eine zweite Stimme war und das war in Ordnung. Das war okay das und jetzt super. Ist es wieder in Ordnung. Jetzt bin ich wieder ein bisschen glücklicher, auch wenn es nicht perfekt ist. Aber warum sollte es auch perfekt sein? Ich kann es halt nicht, ich habe es nie gelernt und ich singe das zweite Mal in meinem Leben jetzt. Mehr als nur unter der Dusche. Sie macht das ganz hervorragend, sie macht das ganz hervorragend. When I'm wiser. Ich möchte dir kurz erstmal eine freie Interpretation. So wake me up when it's all over. When I rise. Das klingt total ähnlich, ne? Offensichtlich sind wir jetzt fertig mit dem Gesang aufnehmen und dürfen jetzt Gläser spielen. Hallo, ich bin auch wichtig. Oh, Mann, ich bin auch hier im Bild. Ja. Bin ich. Willst du es ist auch wichtig, kurz dass ich sagen, vorkomme dass im Video. Dein Video, das wir machen, hallo, auch in das der Video, das, was wir machen, das ist in der Video. Ist. Das muss man sich angucken, weil Jody kommt da drin vor und die singt da auch. Und das ist echt schön, wie die singt. Also wenn ich ihr wäre, dann würde ich mir das schon angucken. Vor allen Dingen echt oft angucken. Echt oft. Darf halt nicht ja, sein. Ja. So filmt man professionell. Guckt euch das mal an. Das sind hallo! Ich habe schon so lange nicht mehr gefilmt. Ich bin auch dabei. Es ist schon 8 Uhr gleich. Ja, ne? Wir sind schon einfach durch und ich habe die ganze Zeit nicht gefilmt. Nein, wir sind nicht gleich durch. Das dauert noch bestimmt eine Stunde, bis okay, wir hier durch sind. Eine Stunde filmen. Und das ist ja nur ein Test. Also er hat ja noch gar keine Aufnahme. Genau, wir testen das. Oh mein Gott, stell dir vor. Ich habe keine Speicherkarte einfach drin. Also, und das zeigt doch auch nicht an, weil Fehler. Also ja, einfach Fehler so. Einfach Fehler in der Kamera. Das genau. Können wir kurz nachgucken, ob eine Speicherkarte in der Kamera. Ich habe jetzt so gekriegt. Kennt ihr das, wenn ihr so ja. Auf selber so Fahrer habt? Ja, ich habe auch schwer Sachen auch angeguckt. Ja, es ist. Ja, aber weißt du nicht, wir haben ja, das eingebildet. Drin. Okay. Ist eine drin. Oder 44 P ist richtig eingestellt, ne? Okay, ziehen wir noch mal Matcha-Tee. Gönn dir. Oh. Leute, wir haben Matcha-Tee entdeckt. Also ich habe Matcha-Tee entdeckt. So lecker und so gut. Man wird so. Es schmeckt ein bisschen nach Algenparty. Algenparty. Algenparty schmeckt nach Algenparty. Oh mein Gott, was hast du getan? Das ist so wie. Ich habe gerade voll gegen das Stativ gekickt. Erst weitermachen. Prima. Weil es zieht sich trotzdem. Das ist bestimmt noch eine Stunde. Dann noch Endcard, dann noch Thumbnail-Fotos. Ja. Die Fahrt geht ja so. Und dann läufst du los. Nein, ich lauf doch erstmal los. Ja, du bist oder schon. Du bist doch schon. Ach, ich lauf vor dir. Jetzt musst du zu mir hinkommen. Jetzt fängst du an zu singen. Ja, du bist nicht musst schneller. Du musst aber vor ich kann auch im Laufen singen, anfangen zu singen, oder? Aber dann sieht man mich halt nicht. Du machst alles kaputt ja. Bei mir zu Hause. Ja. Okay. Jody liegt im Bällebad. Weil Jody so kaputt ist. Jody, sag mal Energie was. Diese Energie einfach, die so zurückkommt. Ich spüre das jetzt schon. Das ist alles mit aufgeladen. Mit Sommer 2017 Power. Okay, kannst du nicht auf mich draufhalten? Ich bin eigentlich auf dich mega drauf. Geil. Ich habe meinen Körper unter Kontrolle. Also was auch immer. Lol, du suchst nicht? Ja. Wow! Oh! Ja!
Flieger-Trick, wir haben gegeneinander geworfen. Ja, ich hab abgewehrt. It's a wrap! Alle gehen raus. Ja, okay, wir müssen noch die Endcard machen und wir müssen noch Fotos machen und Thumbnail-Bilder, aber eigentlich sind wir fertig. Ich bin auch richtig fertig. Dann sieht's mir vielleicht ein bisschen an, aber. Wie spät ist es? Mega. Viertel nach neun vielleicht? Viertel nach neun. Wann wolltest du eigentlich fertig sein? Früher. Aber so ist es jedes Mal. Kann man nichts machen. Ja. Das hat viel halt auch mit den Kameramännern zu tun. Ja, klar. Ich bin mal langsam das Licht rumstellen. Danke. Nein, war sehr, sehr gut. Hat doch ganz gut funktioniert. Ich bin sehr gespannt, das Video wie immer. Ich bin auch wichtig. Okay. Ja, ich weiß jetzt auch nicht so genau. Wollte nur kurz sagen, dass ich gesehen habe, dass Open Minds YouTube-Kanal gelöscht wurde. Und ich finde es nicht in Ordnung. Hashtag bring back Open Mind. Und fürs gute Feeling verkünden wir nun offiziell im Bällebad, dass wir wirklich komplett fertig sind mit allem. Boah, es ist jetzt, ich sage kurz, wie spät es ist jetzt 10 Uhr. Wann bin ich angekommen hier? Um 11. Ja. No, was? Viertel vor 11. 11 Stunden waren wir jetzt hier. Ja, fast 12 Stunden sind wir jetzt am Start. Schocking! Aber ich hoffe, es hat sich gelohnt. Wie gesagt, schaut das Video auf jeden Fall bei ihm auf dem Kanal an. Ich werde es verlinkt haben. Hilfe, ich mache so Promo für deinen Kanal. Ja, genau, Promo für meinen Kanal. Check das Video. Nein, wirklich, wenn ihr Jodie mal singen hören wollt, was ihr vielleicht schon mal getan habt, weil sie macht das sehr, sehr gut, dann checkt das auf jeden Fall aus, weil sie singt sehr, sehr schön. Naja, man hat ja auch ein bisschen gehört in diesem Video, wie ich singe, also wie ich wirklich singe ohne Bearbeitung. Wenn ihr wissen wollt, wie es nach Bearbeitung klingt, dann... Hat es dir Spaß gemacht? Mir hat es natürlich mega viel Spaß gemacht. Hat es dir Spaß gemacht? Das klingt gemacht? So geistkrank fake einfach. Nein, mir hat es mega viel Spaß gemacht. Jo, das ist so ich schön. Ich hätte gerade mein Handy verloren, so das Bällebad. Hat es dir denn Spaß gemacht? Mir hat es so viel Spaß gemacht. Nein, das gilt nicht. Bei mir macht es echt immer Spaß. Ich finde es ja immer ein bisschen merkwürdig zu singen. Aber währenddessen macht es mir super viel Spaß. Ich wünschte nur, ich könnte es besser. Das ist wirklich so... Alles eine Übungssache. Ja, ich wünschte, ich würde das üben. Sie kann es übrigens schon relativ gut, aber das nur nebenbei. Okay, gut, ciao. Schau die Kanäle. Schau die Kanäle. Schau die Kanäle. Schau die Kanäle. Oh mein Gott. 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 Schau die Kanäle.